Gestern haben wir schon mal alles an ersten interessanten Gedanken und Ideen zur Boeing 787 wild auf einen Haufen geworfen. Heute schauen wir uns mal etwas genauer an, was da am Ende des Tages unterm Strich wirklich bei rumgekommen ist, wie das, was dabei rumgekommen ist, bei den Fluggesellschaften und bei den Passagieren ankommt und wie die Zukunft aussieht für die verschiedenen Versionen des Dreamliners. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz entspannten Video am Sonntag. Heute beschäftigen wir uns weiter mit der Boeing 787 und wir haben das Video gestern mit den Worten beendet, dass die Boeing 787 wirklich ein Flugzeug ist, das sehr viele sehr schöne Neuerungen, Optimierungen für uns als Passagiere bereithält, dass es aber auch ein Flugzeug ist, das schon vor dem ersten Flug höchst umstritten war. Und erster Flug ist gleich ein ganz gutes Stichwort, denn der fand dann am 15. Dezember 2009 mit etwa 2,5 Jahren Verspätung endlich statt. Da schaffte es der amerikanische Flugzeughersteller endlich, die erste 787, eine 787-8, in die Luft zu bekommen und damit startete ein höchst intensives Testprogramm für das neue Flugzeug. Höchst intensiv deswegen, weil das Flugzeug ja ein komplett neu designtes Gerät war. Die Testflotte für die 6800 geplanten Testflugstunden mit der neuen Boeing 787, die bestand aus 6 Flugzeugen. 4 davon waren ausgestattet mit den Rolls-Royce Trent 1000 Triebwerken, die anderen beiden hatten die zweite Triebwerksvariante, die es für die Boeing 787 gibt, also die General Electric GE-NX Triebwerke. Boeing sah hier an dieser Stelle jetzt die Chance, das Ganze wieder etwas zu beschleunigen, wieder etwas Zeit gut machen zu können, denn die verschiedensten Fluggesellschaften, die waren jetzt natürlich alle mittlerweile schon etwas nervös, denn sie mussten ihre Boeing 767 alle etwas länger fliegen, als sie das eigentlich geplant hatten und wollten jetzt endlich natürlich die Boeing 787 haben. Also machte man jetzt kurzerhand aus dem 787-Testprogramm, das ja aus eben genannten Gründen sowieso schon eines der aufwendigsten Testprogramme überhaupt war, daraus machte man jetzt auch das schnellste bzw. das am engsten getaktete Testprogramm für ein neues Boeing-Flugzeug überhaupt. Und um die bei der Boeing 787 brav gelebte Tradition an dieser Stelle jetzt nicht zu brechen, ihr ahnt es schon, es lief alles vollkommen aus dem Ruder. Die ersten 787 hatten beispielsweise von Anfang an mit massiven Problemen mit den neuen Rolls-Royce-Triebwerken zu kämpfen. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob Boeing als Flugzeughersteller da auch dann wirklich die Schuld dafür trägt. Wir haben das jetzt auch bei Airbus gesehen mit den Pratt & Whitney-Triebwerken für den A320neo. Das kann dann schon mal sehr viel Druck auf so einen Flugzeughersteller ausüben, denn das hält natürlich das gesamte Projekt auf. So Triebwerke sind schon nicht ganz unwichtig. Dann waren aber auch immer wieder in regelmäßigen Abständen Software-Updates für die Boeing 787 nötig, um das Flugzeug dann so fliegen und funktionieren zu lassen, wie man sich das ursprünglich mal in der Planung gedacht hatte. Größter Rückschritt im Testprogramm des neuen Flugzeuges war dann allerdings ein Brand an Bord der zweiten je gebauten Boeing 787, eine Maschine bestimmt für All Nippon Airways, im November 2010. Dort gab es tatsächlich während des Fluges ein Feuer im hinteren Teil der Maschine in der sogenannten Electronics Bay der 787, ausgelöst durch einen Kurzschluss. Dieser wiederum wurde ausgelöst durch ein Fremdobjekt, also vergessenes Werkzeug oder ähnliches, das da unten drin lag. Und das resultierte dann in einer Notlandung der 787, das wiederum im Ausbringen der Notrutschen. Und das gibt natürlich in einem Testprogramm eines neuen Flugzeuges kein wirklich schönes Bild nach außen ab. Aber man fand immerhin einen noch viel weniger schönen Designfehler. Dieser Fehler wurde vom Flugzeughersteller aus dem Weg geräumt, natürlich. Aber es warf die 787 ganze 6 Wochen in ihrem Testprogramm zurück. Also 8,5 bis 9 Monate Testprogramm, das war natürlich vorne und hinten nicht zu halten. Es hat einfach nicht funktioniert, man hat es einfach nicht hinbekommen. Was wiederum dafür sorgte, dass die Erstkunden der 787 dann irgendwann mit Entschädigungsforderungen für die verspäteten Flugzeuge bei Boeing vor der Tür standen. Also gut, das Testprogramm der 787 dauerte am Ende des Tages unterm Strich ganze 18 Monate, also ziemlich genau doppelt so lange, wie man das ursprünglich mal geplant hatte. Aber dann musste es ja endlich mal losgehen. Die Maschine hatte die Zertifizierung von den zuständigen Luftfahrtbehörden bekommen und das erste Flugzeug, eine 787-8, wurde dann im September 2011 mit knapp 3 Jahren Verspätung an den Erstkunden ANA All Nippon Airways aus Japan übergeben. Aber ich hatte es auch gestern schon mal kurz angedeutet, Verspätung hin oder her, die Leute warteten sehr, sehr gespannt auf die neue Boeing 787. Boeing und auch ANA, beide fuhren eine riesige Werbekampagne nach der anderen für die neue Boeing 787. Das neue Flugzeug mit den revolutionären Änderungen für die potenziellen Passagiere. Was wiederum dafür sorgte, dass das Ticket für den Erstflug, das teuerste Ticket für den Erstflug, im Internet für ganze $34.000 versteigert wurde.
Aber mal ganz im Ernst, das neue Flugzeug, die Boeing 787, kam, als sie dann endlich bei den Fluggesellschaften verfügbar war, genauso bei den Passagieren an, wie man sich das erhofft bzw. erwartet hatte. Die Maschine wurde hervorragend angenommen. Die Leute konnten die ganzen Annehmlichkeiten, die die Boeing 787 gegenüber etwas älteren Maschinen bot, konnten sie wirklich hochschätzen, haben das gut angenommen und Umfragen zeigten schon wenige Wochen nach der Einführung der Boeing 787, dass viele Leute durchaus gewillt waren, jetzt ihre Flugrouten nach diesem Flugzeugtypen auszusuchen. Und genau so wollte man das sehen. Und ANA konnte als sogenannter Launching Customer wirklich davon profitieren, dass sie die ersten waren, die eine 787 in der Flotte hatten. Dass sich Passagiere ganz bewusst für diesen Flugzeugtypen entscheiden, das hat sich dann tatsächlich auch in den letzten Jahren nicht mehr wirklich geändert. Fluggesellschaften, die den Passagieren eine 787 bieten können, die haben damit auch ein ganz gutes Argument, hier und da sich mal ein paar Passagiere von anderen Fluggesellschaften abzuziehen. Das funktioniert durchaus. Gleichzeitig können sich die Fluggesellschaften darüber freuen, dass die 787 dann auch das hielt, was versprochen wurde. 20-22% effizienter konnte man die Boeing 787 nach ihrer Einführung im Vergleich zur Boeing 767-300ER bewegen. Das war versprochen und das konnte die 787 also jetzt auch halten. Die Maschine hatte also mit Verspätung von Anfang an ihr Soll erfüllt und war damit auch deutlich attraktiver als der Airbus A330. Und ein A350 war wiederum noch in weiter Ferne. Also Boeing hatte es hier mal wieder geschafft, tatsächlich mal wieder geschafft, ein Flugzeug auf den Markt zu schmeißen, das ihnen wirklich einen Vorteil bringt. Auch wenn das alles nicht so reibungslos funktioniert hatte, wie man sich das ursprünglich mal erhofft hat. Trotzdem standen am Tag der Erstauslieferung ganze 860 Bestellungen für die Boeing 787 in den Büchern bei Boeing. Und das ist natürlich schon mal ein vielversprechender Start für ein neues Flugzeug. Um jetzt an dieser Stelle Engpässe zu umgehen und Verspätung möglicherweise sogar aufzuholen, baute Boeing die 787 nicht nur in der Boeing Factory in Everett nahe Seattle, sondern man baute das Flugzeug auch im Boeing-Werk in Charleston in South Carolina. Nach den ersten Auslieferungen sorgten dann einige kleinere Probleme mit den General Electric Triebwerken der Boeing 787 für etwas Unbehagen. Dazu kamen dann noch ein paar größere Probleme mit einem der größten Zulieferer für die 787, und zwar mit dem Zulieferer Mitsubishi Heavy Industries. Alles in allem war das aber am Ende des Tages recht gut handelbar für Boeing, kostete aber wieder alles eine ganze Menge Zeit und auch eine ganze Menge Geld, was am Ende des Tages unterm Strich dafür sorgte, dass sich der sogenannte Break-Even-Point, also der Punkt, an dem Boeing als Flugzeughersteller wirklich anfangen würde, mit der 787 Geld zu verdienen, der verschob sich mittlerweile im Jahr 2013, also noch recht früh in der 787-Produktion, verschob sich mittlerweile auf knapp 1100 Flugzeuge. Das ist eine ziemlich stolze Menge an Maschinen, die erst einmal verkauft werden will. Mit anderen Worten bedeutet das, ganz theoretisch, mit jeder 787, mit jedem Dreamliner, der das Boeing-Werk in Everett oder in Charleston heute verlässt, vollkommen egal, mit jeder ausgelieferten Maschine verliert das Unternehmen einige Millionen Dollar. Das ist vollkommen normal. Mit der 787 kann man heute noch kein Geld verdienen. Und das ist eine Situation, die sich aufgrund der aktuellen Lage beim Flugzeughersteller und aufgrund der Konkurrenzsituation, zum Beispiel durch einen günstigeren Airbus A330neo, sicherlich auch erst einmal nicht wirklich verbessern wird. Was wiederum dafür sorgen kann, dass der Break-Even-Point sicherlich noch ein ganzes Stück weiter nach hinten verschoben wird. Aber kommen wir mal zu den einzelnen Versionen der Boeing 787. Die 787-8 mit einer Länge von knapp 57 Metern bildet die Basis der ganzen Flugzeugfamilie und ist tatsächlich auch mit Abstand nicht die beliebteste Variante der Boeing 787. Bestellt wurden knapp 450 Stück, ausgeliefert hat man bis heute knapp 370 Exemplare. An Bord haben je nach Bestuhlung, je nach Klassenaufteilung und so weiter etwa 250 Menschen Platz. Damit ist die 787-8 etwas geräumiger, etwas länger als die Boeing 767-300ER. Aber gerade Fluggesellschaften aus dem Fernen Osten fliegen die Maschine gerne mal in sehr geräumigen Bestuhlungen. Zum Beispiel bei Japan Airlines gibt es an Bord der 787-8, je nach Version, nur etwas mehr als 150 Sitzplätze. Dafür sind aber auch fast 80 Sitze in der Business Class zu finden. Dann haben wir gestern schon kurz eine Boeing 787-3 angerissen. Ein Flugzeug, das zwar geplant war, so aber tatsächlich nie gebaut wurde. Also die Maschine gibt es einfach nicht und wurde mittlerweile auch wieder komplett eingestampft. Eine 787-3 hätte so ausgesehen, es wäre eine ganz normale 787-8 gewesen, allerdings mit deutlich weniger Spannweite, dafür allerdings mit Winglets. Also die Tragflächen wären einfach andere gewesen. Und die geringere Spannweite hätte den Vorteil mit sich gebracht, dass die Maschine in eine ICAO Airport Kategorie unter der jetzigen 787 gepasst hätte, was an einigen Flughäfen ein nicht zu unterschätzendes Einsparpotenzial bei den Gebühren mit sich bringt,
Aber das war es dann eigentlich auch schon mit Vorteilen. Die geringere Spannweite in Kombination mit den ja durchaus veränderten Tragflächen mit den Winglets hätte nämlich so viel von den aerodynamischen Vorteilen der eigentlichen 787 aufgefressen, dass man Berechnungen zufolge wirklich nur effizienter unterwegs gewesen wäre mit der 787-3 auf Regionalstrecken mit bis zu 350-370 Kilometern Länge, bei dem man sich eh mal darüber streiten kann, ob man dafür wirklich ein Flugzeug benötigt. Gleichzeitig verliert man einen großen Vorteil der 787, nämlich die enorm große Reichweite mit lange gut bleibender Effizienz. Das gibt es bei der 787-3 dann nicht mehr. Also, da man mit der Basisversion des Flugzeuges zu dieser Zeit schon genug zu tun hatte und die Markteinführung, die schnelle Markteinführung einer verlängerten Variante einer 787-9 priorisierte und weil die beiden Kunden der 787-3, Japan Airlines und ANA, mit ihren knapp 40 Bestellungen wirklich schnell zu überzeugen waren, das Ganze auf die 787-8 umzulegen, stampfte man die 787-3-Idee im Jahr 2010 direkt mal wieder ein und konzentrierte sich stattdessen auf die verlängerte 787-9. Bei der dauerte es dann aber tatsächlich noch mal gut 4,5 Jahre, bis die dann endlich auf den Markt kam. 4,5 Jahre Verspätung, massiv vollgestopft mit irgendwelchen Verbesserungen am Flugzeug, mit irgendwelchen Nachbesserungen hat es gebraucht, um jetzt endlich mit der 787-9 das perfekte Point-to-Point-Flugzeug auf den Markt zu bringen. Knapp 280 Passagiere haben je nach Bestuhlung und Klassenaufteilung wieder in der Boeing 787-9 Platz und durch ihr erhöhtes Abfluggewicht auf mittlerweile etwas mehr als 250 Tonnen, die hauptsächlich in Form von zusätzlichem Treibstoff an Bord kommen. Dadurch erreicht die Maschine eine Reichweite von deutlich mehr als 14.000 Kilometern. Es hat also wirklich lange gedauert, bis man die 787 zu einem Punkt gebracht hatte, bei der sie endlich genau das erfüllt, endlich genau das ist, für das man das Flugzeug ursprünglich auch geplant und gebaut hatte. Die 787-9 wird heute auch mit ihrer Verspätung hervorragend angenommen. Die Maschine wurde mittlerweile knapp 820 Mal bestellt und etwa 450 Mal ausgeliefert. Seit dem Jahr 2018 bietet Qantas endlich rentabel, ermöglicht durch diesen Flugzeugtypen, einen Nonstop-Flug von Perth nach London an. Eine 17-Stunden-Verbindung und weitere Verbindungen mit der 787-9 sollen demnächst folgen. Um das Produkt Boeing 787 jetzt noch etwas weiter auszureizen und den Fluggesellschaften dann ja auch eine Alternative geben zu können zu dem jetzt der mittlerweile erschienenen Airbus A350-900, dafür verlängerte man die 787 jetzt noch einmal auf gut 68 Meter Rumpflänge, also gut 10 Meter länger, etwas mehr als 10 Meter länger als die eigentliche 787-8. Das ist dann die 787-10, ein sehr beeindruckend aussehendes Flugzeug mit Platz für knapp 330 Passagiere, in angenehmer Bestuhlung zumindest. Das Flugzeug wurde das erste Mal im März 2018 ausgeliefert, und zwar an Singapore Airlines. Andere Fluggesellschaften, / Emirates, haben die vielleicht etwas überausgereizte 787-10 mittlerweile schon wieder aus ihren Planungen für die Zukunft herausgenommen. Von der Effizienz her mag das Flugzeug sehr, sehr gut sein, sehr gut funktionieren, aber performancetechnisch bleibt die 787-10 doch durchaus hinter dem A350-900 zurück. Was gerade bei hohen Temperaturen und kurzen Bahnen, ersteres hat man durchaus in Dubai, das kann da durchaus zu Problemen mit der sogenannten Payload, also mit der Beladung der Boeing 787 führen, und jeder am Boden stehen bleibende Koffer frisst die Effizienz und die Flexibilität des Flugzeuges, die man ja damit eigentlich gewinnen wollte, frisst das dann wieder auf. Also greift man eventuell doch eher zum A350, so wie es Emirates ja jetzt auch getan hat. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, warum man in Anführungszeichen zumindest nur 170 Maschinen vom Typ 787-10 bis jetzt verkaufen konnte. Aber gut, alles in allem ist die 787 selbstverständlich, jetzt mal zum Ende, ein sehr interessantes, sehr beeindruckendes Flugzeug, das viele nicht zu unterschätzende Annehmlichkeiten für uns als Passagiere mitgebracht hat. Viele gut durchdachte Annehmlichkeiten, über die man sich als Passagier auch wirklich freuen kann. Fast 1500 Maschinen wurden mittlerweile vom Typ 787 bestellt, gut 850 Maschinen hat man mittlerweile ausgeliefert. Die Sicherheit des Flugzeuges ist mittlerweile, so sagt es zumindest die Statistik, sehr, sehr gut. Große Batterieprobleme mit der Boeing 787 haben wir aber alle auch noch im Kopf. Die ersten 50 ausgelieferten Flugzeuge mussten knapp 4 Monate am Boden bleiben, nach 2 durchaus nicht zu unterschätzenden Vorfällen, denn mit Feuer an Bord ist nun wirklich nicht zu spaßen. Die Boeing 787 war dort weltweit gegroundet, so wie es jetzt auch wieder mit der 737 MAX der Fall ist, mit dem großen Unterschied, dass bei der Boeing 787 zum Glück niemand aufgrund eines Designfehlers oder wie auch immer gestorben ist.
Zu diesem Thema haben wir aber schon mal ein recht ausführliches Video gemacht, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Das Video packe ich euch selbstverständlich in die Infokarte. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, Boeing hat das Problem mit den Batterien bei der 787 natürlich gelöst. Allerdings mussten sie dabei auch alle Vorteile, die sie durch leichtere, stärkere Batterien überhaupt erst in dieses Flugzeug eingebaut hatten, auch wieder aufgeben. Aber das ist dann einfach so. Auch das hat mal wieder eine ganze Menge Geld gekostet. Generell hat die 787 einfach sehr, sehr viel Geld gekostet. Sicherlich eines der nervenaufreibendsten Projekte, die es bei Boeing jemals gab. Aber uns bleibt dann noch zu sagen, die Maschine ist bis heute 100% sicher unterwegs. Es gab bis heute keinen einzigen Unfall mit oder ohne Todesopfern mit der Boeing 787. Das kann auch gerne so bleiben. Das ist eine schöne Statistik. Das erzähle ich sehr gerne am Ende des Videos. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann geht heute noch ein wirklich großes Dankeschön raus an Lutz und an Nobby. Vielen lieben Dank an euch beide für eine tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. Helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schönen entspannten Sonntagabend euch noch. Und dann bis morgen.